Vielleicht kann ich in dem Baum hier auch ein bisschen rumlatschen. Vielleicht hilft mir das ja. Wer weiß, wer weiß. Scheiße, jetzt hänge ich hier fest, oder? Ja, das tue ich. Egal. Nein! So war das aber nicht geplant. Hilfe! Und überall Orks. Sterbt ihr Orks. Okay, keine Chance. Das ist mein Tod. In jedem Fall. Verdammt. Also runterfallen wollte ich jetzt nicht gerade bei dem Versuch, auf den Baum zu springen. Nicht sehr clever. Nicht sehr clever. Geh mal ein bisschen hier lang. Genau. Und noch ein bisschen. Kann ich jetzt vielleicht? Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall im Baum. Und da unten sind die Orks im Wasser. Feuer im Wasser funktioniert nicht, aber ich kann es auch gar nicht anvisieren im Moment. Ja, wenn ich die Orks hier vorbeilaufen sehen würde, dann wäre das ja schon okay, das würde schon reichen. Ja, da läuft einer, aber ich kann ihn nicht anvisieren. Da vorne auf dem Ast vielleicht? Uah, das hätte ins Auge gehen können. Das hätte eigentlich ins Auge gehen müssen von rechts wegen her, aber egal. Ja, dann kommt doch mal her, ihr blöden Orkviecher. Wo rennt ihr denn rum? Da ist einer. Okay, du kriegst es jetzt voll ab. Wenn schon sonst keiner da ist, dann wenigstens du. Was hat er gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Und warum dreht er sich jetzt unter mir im Kreis? Will er mir damit irgendwas beweisen? Ist das ein Liebestanz? Oder ein Paarungstanz oder irgend sowas? Oh, jetzt krieg ich da hinten einen angezeigt. Das ist gut. Schießen wir dem mal einen Kugelgeschwein, wenn ich schon ihn nicht brauche. Gesundheit. Gesundheit. Ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert, dass sie mit mir reden. Faszinierend. Ach Leute, stellt euch doch mal so hin, dass ich euch treffen kann. Das ist doch so witzlos. Wenn ich euch nicht treffen kann, kann ich euch ja gar nicht wehtun. Nein! Warum hänge ich eigentlich im Boden fest? Au. Es läuft gerade nicht so wirklich wie geplant. Merkt man es mir an? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe das irgendwie alles 100 Millionen Mal effizienter in Erinnerung. Na gut, wenigstens komme ich hier nochmal hoch. So, wo rennen die anderen Idioten rum? Da rennt einer. Oh, habe ich jetzt Eissturm ausgewählt. Eisblock. Na toll. Meine Chancen, ihn so zu treffen, sind, glaube ich, denkbar gering. Gib mir mal lieber den Kugelblitz, der geht schneller. Wenn es drauf ankommt. Und wo sind die anderen? Das waren doch so verdammt viele, die da gestanden haben. Die können nicht alle im Wasser sein. Da bin ich dagegen. Vorhin sind die von irgendwo angerannt gekommen, ne? Als ich mal kurz runter war. Okay, du bist gelähmt. Jetzt gleich noch einen rein. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und immer mehr. Hauptsache, du stirbst irgendwann. Gut. Wenigstens einer tot. Theoretisch kann ich auch nichts verlieren, wenn ich jetzt einfach weggehen würde. Und sagen würde, ich komme später irgendwann nochmal. Weil ihre Waffen bleiben ja hier. Also die liegen dann dort, wo die Orks normalerweise gestanden hätten, wenn sie noch leben würden. Und ja, dabei haben die ja scheinbar eh nie was, was man plündern könnte. Also kann ich nichts verlieren, wenn ich jetzt einfach abhaue. Aber ich will die schon töten. Das gibt doch alles Erfahrung. Und nicht wenig Erfahrung, das ist ja das. Wenn also, wenn es hier um nur ein paar Erfahrungspunkte ginge, nur ein bisschen was, dann wäre es ja egal. Aber es geht um scheiß viel Erfahrung, ja. Scheiß viel. Wenn ich euch sehen könnte, dann würde ich euch so richtig schön den Arsch verbrutzeln. Das sieht aber auch nicht aus, als wären das 10 oder so. Das sieht aus, als wäre es einer. Egal, dann soll es wenigstens der eine abkriegen. Okay, Ork, spüre meinen Zorn, sobald ich mich mal wieder bewegen kann, aber ich hänge irgendwo fest. War klar, dass jetzt sowas passieren musste, oder? Oh, ich lebe noch? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Sturz mein Tod wäre. Oh, aber die dürften mein Tod sein. Komm her! Okay.
Okay. Kommt da einer über die Brücke? Nö, da kommt keiner über die Brücke. Gut, das hätte mich jetzt wahrscheinlich getötet. Na, Mist. Wo schieße ich hin? Hm. Hauptsache irgendwas getroffen. Und können wir dich auch noch killen? Ja, sieht gut aus. Oder auch nicht. Nein, können wir nicht. Verdammt, dann kommen die jetzt wahrscheinlich gleich in Zehnerpaaren hier hoch oder so. Oder Zehnerweise oder was auch immer. Okay. Und nochmal. Oh, jetzt geht's wieder daneben. Ich hasse es, wenn das passiert. Zieh die Waffe. Dankeschön. So, wenn sie jetzt versuchen, hier hochzuklettern, kann ich ihn gleich aufs Maul hauen. In dem Moment, wo sie hochkommen. Ich speichere das mal lieber. Das könnte ein Erfolgserlebnis werden jetzt. Ja. Okay. Ich verstehe nicht so ganz, was ihr da gerade treibt, aber wenn ihr nicht hochkommt, dann schieße ich eben runter. Schnell mal noch was fressen. Oh. Mach Platz. So, jetzt aber wirklich was fressen. Ist Mana-Kraut, bitte, danke, sofort. Schön. Noch jemand? Keine Freiwilligen mehr? Das ist ja erbärmlich. Ja, die Waffen kann ich natürlich nicht einsammeln, wenn sie unter Wasser liegen, ist klar. Aber was soll's, die sind eh nicht viel wert, also darum geht's mir nicht. Es geht mir nur um die Erfahrung. Und die sammle ich hier auf jeden Fall. So, du stirbst, das wird schon reichen für dich. Oder auch nicht. Okay. Was? Das reicht immer noch nicht. Ach komm jetzt, das hol ich mir aber verarscht vor hier. So, Ende. Und du bist auch ein gutes Opfer für mich. Und nochmal. Und jetzt geht's wieder vorbei. Na super. Wenn das so wieder so anfängt, ne? Okay, andere Seite und Feuer bereithalten. Oder blitzbereit halten. Hahaha. Genau, nicht feuerbereit, sondern blitzbereit. Ja, zieht sich ein bisschen, ne? Aber es funktioniert. Ab und zu stirbt mal einer und mir passiert nichts. Ist doch super. Jetzt wäre es nur cool, wenn ich mal nochmal jemanden anvisieren könnte von euch, Jungs. Schwimmt mal nochmal so, dass ich euch sehe. Okay, den sehe ich. Treffe ich ihn? Nein, tue ich nicht. Sind das Tempelkrieger zum Teil? Das ist auf jeden Fall ein normaler Krieger. Ach. Und nochmal. Pech gehabt, Kollege. Und der nächste. Freiwillige vor. Und nochmal. Yay. Und noch einer und dann bist du fertig. Du bist verdammt zäh, Kollege. Weißt du das? Bist du der Letzte, der noch übrig ist von deiner Art? Ich hoff's doch mal. Weil dann kann ich jetzt hier bedenkenlos runtergehen und... Oh, verdammt, dich vom Wasser aus verhauen. Oder auch nicht. Und es ist noch mehr als einer. Und ich kann nicht sehen, wo ich hinschwimme. Das ist natürlich sehr hilfreich. Das ist geil, hier unten im Wasser ist alles voll mit Leichen. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass ich hier ein paar Orks umgelegt hätte oder so. Hin. Zieh deine Waffe wieder. Oder mach irgendwas. Beweg dich. Ah, okay. Ich konnte mich gerade mal wieder nicht bewegen. Kostik, die Mutter aller Bugs halt, ne? Mist, kein Mana. Dann fressen wir noch ein bisschen Mana-Kraut. Genau. Soll ja nicht daran scheitern. Und was hauen wir rein? Mal gucken, ob ein Feuersturm im Wasser funktioniert, oder? Ich würde sagen, ja. Gut. Einige Orks weniger und irgendwie hat das nicht mal ein Level abgegeben, sehe ich das richtig? Gut, wir hatten natürlich eben gerade erst ein Level up, aber trotzdem. Ich hatte schon gehofft, dass es mit mir geht. Warum zum Geier höre ich nicht mehr auf, Wasserbewegungen zu machen? Kollege, du bist nicht mehr im Wasser, du kannst dich wieder normal bewegen. Ah, gut, sag ich doch, du kannst dich wieder normal bewegen. Schön, wenn du aufs Wort hörst. Okay.
Aber das waren noch lange nicht alle, das waren noch vorhin viel mehr. Das waren mindestens mal 6 Stück da hinten, 4 Stück direkt an der Brücke und weiß der Geier was noch alles. Das heißt, da müssten noch irgendwo welche rumtanzen. Ich finde das nicht in Ordnung. Wo sind meine Zielscheiben? Oder sind die ertrunken? Das ist natürlich prinzipiell möglich, ne? Wow, der hatte seine Waffe einstecken, okay. Manchmal kann man vielleicht doch noch was von ihnen einsammeln, wenn sie es noch einstecken hatten. Die Waffe nämlich. Haha. Sprich, wenn sie ohne gezogene Waffe in der Gegend rumrennen, dann haben sie natürlich einstecken. Und dann kann man die einsammeln. Wuhu. Gut. Jetzt werden erstmal noch ein bisschen Beute eingesammelt und dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Wo kann ich denn noch überall Punkte sammeln? Ich könnte theoretisch auf Wagjagd gehen und so ein Scheiß, ne? Die sind ja alle jetzt besiegbar. Hier oben liegt nichts mehr. War hier nicht auch irgendwo eine Waffe gefallen? Und hier auch nicht? Seltsam. Naja. Was braten die da eigentlich? Ein Scavenger? Sieht nur nach einem großen Stück Fleisch aus, jedenfalls. Ja, ist ein Scavenger. Und da liegt ein Beil im Stuhl. Ich will nicht den Stuhl benutzen. Ich will das... Genau, das Kruschwarok. Hier ist nicht gerade viel los. Und hier ist auch nicht mehr los. Na, schade. Naja. Gut, wir könnten jetzt natürlich irgendwann auch noch den anderen Teil der Orkstadt reinigen, der hinter diesem Tor liegt. Wollen wir aber, glaube ich, gar nicht. Wir können mal gucken, ob wir das Ding überhaupt aufmachen können jetzt schon. Aber wenn, dann müssten wir natürlich von oben kommen, um das zu machen. Und das, also ich meine, um da aufzuräumen. Aber das muss jetzt nicht sein. Darauf kann ich verzichten. Die Winde klemmt. Okay. Ja. Entweder so funktioniert irgendwann, wenn wir im entsprechenden Kapitel sind oder so. Oder wir haben Pech gehabt. Je nachdem. Gut. Wie auch immer, leveln müssen wir so oder so noch. Weil wir sind eindeutig zu schwach für was auch immer jetzt noch kommen mag. Was wäre denn jetzt ein guter Teleport? Teleport Sumpflager wäre cool, oder? Haben wir den irgendwo gespeichert? Heilung ist auch nicht schlecht. Okay. Aber Teleport Wassermagier, Teleport Sumpflager. Das ist genau das, was ich wollte. Gut. Hier können wir uns nämlich erstmal eine Runde aufs Ohr hauen. Und wenn wir das erledigt haben, dann können wir noch ein bisschen jagen gehen. Aber diesmal Gegner jagen gehen, mit denen wir auch fertig werden. Das wäre auf jeden Fall die sinnvollere Lösung. Ja, also Orks schlachten schön und gut ist eine tolle Sache, aber hat sich jetzt deutlich länger gezogen, als ich es erwartet hätte. Und mit Pfeil und Bogen hätte, oder mit Armbrust hätte das noch viel länger gedauert, weil nicht jeder Schuss trifft. Also man trifft im Prinzip noch seltener als jetzt mit den Zaubern. Dafür machen sie aber weniger Schaden und überhaupt sowieso. Also für sowas waren die Zauber jetzt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Die haben wenigstens ordentlich reingehauen. Hey, du. Andererseits braucht man natürlich ewig, bis man so einen Zauber aufgeladen und abgeschossen hat. Im Vergleich zu einem Bogen oder einer Armbrust. Die gehen eigentlich ziemlich schnell in dem Spiel. Ich sollte meine Waffe wechseln. Ich habe doch irgendwie dieses, genau, Berserkerschwert. Das dürfte wesentlich effektiver sein. Bleib aus den Hütten draußen. Ja, ich bleibe aus den Hütten draußen, ist okay. Sind hier eigentlich nochmal Viecher gespawnt? Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ein Kapitel gewechselt haben. Ja, ist auch schrecklich. Ja doch, wir sind gerade erst im neuen Kapitel angekommen. Ne? Xardas ist das 4. Kapitel, da sind wir jetzt gerade erst. Wir haben gerade erst Xardas kennengelernt quasi und trotzdem ist hier nichts gespawnt. Schade. Echt? Schade. Schön. In dem Wald hier waren wir die ganze Zeit sehr vorsichtig, glaube ich jedenfalls. Den Schattenläufer haben wir, glaube ich, schon erledigt, der da vorne normalerweise rumturnte. Aber das können wir uns gerne nochmal angucken. Aber auf jeden Fall gibt es in dem Wald hier auch Wargs. Und die würde ich mir gerne noch zu Gemüte führen. Ja, weil ich kann und so. Habe ich da gerade eine Blutfliege gehört? Habe ich mir eingebildet. Okay, ich sollte einen anderen Zauber nehmen. Eisblock hat natürlich wirklich den Vorteil, es gefriert die Gegner. Also es friert sie ein, dann können sie sich nicht bewegen für einen Moment. Aber der Feuersturm ist viel geiler, der macht den anderen Schaden. Also der macht dem Hauptziel natürlich viel Schaden und den Nebenziel ein bisschen Schaden. Habe ich hier wirklich schon die Wags weggeräumt? Bei welcher Gelegenheit habe ich das gemacht? Das irritiert mich. Das irritiert mich unheimlich. Naja. Was soll's.
Dann jagen wir eben keine blöden Köter. Dann jagen wir lieber Skelette. Oh, da ist noch ein Scavenger. Den nehmen wir mit. Der kostet nichts. Hi. Schön mal nochmal einen Gegner zu erledigen, der leicht zu besiegen ist. Okay, da oben ist ein Turm. Da waren wir schon mal drin und haben uns mit Skeletten rumgehauen. Das war ziemlich schlimm. Diesmal sollten wir uns darauf vorbereiten. Du bist dann... Ah, du kriegst keine Nummer, weil keine mehr frei ist. Machen wir den Eisblock weg, den benutze ich sowieso nie. Und ersetzen ihn durch die Feuersturmrune. Ja, genau. Und auf der Nummer 6 ist dann mein Tod den Untoten. Haha. Oh, ich habe gar keine Lust, hier jetzt reinzugehen. Aber wir müssen unbedingt ein bisschen leveln, es geht nicht anders. Weil vor dem, was jetzt eigentlich storytechnisch dran wäre, habe ich noch viel mehr Schiss. Da bin ich einfach viel zu schlecht gerüstet. Ich hätte mir vielleicht vorher die Söldnerrüstung besorgen sollen. Dann hätte ich vielleicht bessere Chancen gehabt. Aber mit der Rüstung hier habe ich da echt ein Problem. Ich höre zwar Geräusche, ich sehe aber nichts. Das hat gut geklappt. Vielleicht soll ich eine Fackel anmachen oder einen Lichtzauber oder beides oder... Einmal ewige Fackel, bitte. Also, sobald ich den Zauber ziehe, lasse ich die Fackel wieder fallen. Das ist auch doof. Und den Zauber ziehe ich ständig, damit ich die Viecher rechtzeitig sehe und abballern kann. Weil der braucht ja... Ihr habt ja gerade gesehen, wie lange der braucht, bis er mal losgeht. Okay, ein paar Mana-Tränke, meinetwegen. Und der nächste Gang nach unten. Na toll. Ja. Ich konnte nicht mal kommen hören, aber okay. Vielleicht bin ich mit der Waffe doch nicht so ineffizient, wie ich gedacht habe. Wenn ich es nur mal treffen würde, die blöden Kackviecher. Genau. Oh Mist. Noch einer mehr und ich wäre tot. Das ist aber auch mega scheiße gelaufen gerade. Haben wir irgendwas kleineres? Ja, das hier 26. Ach, ich wollte doch Fleisch fressen in Zukunft. Genau. Wenn wir das Fleisch mal verbrauchen, die 400 Stücke, die wir da haben. Wir haben schon wieder fast 100 in Reserve, wo wir noch braten müssen. Aus denen dann locker 100 Stück werden durch den Bug. Ja, ja, Gossig, die Mutter aller Bugs. Bla, 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 bla. Scheiße. Das ist nicht schön hier unten. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele Erfahrungen geben die. Lohnt sich das überhaupt im Vergleich zu den Orks? Aber wenn die schon so viel Schaden machen, dann will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn ich in richtige Gegner reinrenne. Was haben wir denn für Ringe an? Das ist auch egal eigentlich. Ich brauche alles. Ich brauche sowohl das Mana als auch Stärke, als auch was auch immer ich haben kann. Level 23, noch 2000 Punkte für ein Level Up. Das würden wir eigentlich relativ schnell kriegen hier unten, denke ich. Die Viecher haben nichts dabei, außer ihren Waffen. Okay, meinetwegen. Ich muss wechseln. Nee, nicht auf Feuersturm, auf Untote vernichten. Hier ist nichts. Okay. Okay. Das macht mir irgendwie tierisch Schiss hier. Okay, das war knapp. 200 EP, habe ich richtig gesehen? Eieieiei. Sackgasse, das ist wunderbar. Dann kommt hier schon mal kein Gegner mehr raus und ich habe immerhin einen Punkt gefunden, wo ich mich irgendwie zum Heilen zurückziehen kann oder was weiß ich. Oder zum Heulen. Ja, zum Heulen wahrscheinlich auch. Wenn hier wieder mal alles schief geht oder so. Skelettkrieger, sonst nichts. Okay.
Zauber auswählen, das Schlimmste befürchten und auf das Beste hoffen. Okay, bitte kein Skelett, bitte kein Skelett. Oder wenn, dann nur eins. Sackgasse. In der scheinbar auch nichts liegt. Sehr schön. An sich ist das hier eine extrem geile Stelle im Spiel, also das hier zu erforschen, weil es ein absolut optionales Nebenquest ist, das man dadurch bekommt. Aber ich hasse es wie die Pest, weil die Skelette so unglaublich stark sind, relativ. Und sie kommen, ohne dass man sie hört, also die kündigen sich nicht großartig vorher an. Und auf einmal ist man von allen Seiten von Skeletten umzingelt. Da habe ich schon eins gesehen.